Ja, ich bin hergekommen und die Kinder bzw. Kinder mit ihren Eltern, weil ja viele ja doch auch körperliche Probleme leider haben, und haben wir uns hier hingesetzt, eine kleine Fragerunde gemacht. Die Kinder haben ja, gefragt, was sie so interessiert. Wir haben darauf geantwortet, haben danach ein paar Autogramme geschrieben, eben noch ein bisschen gekickert, und ich glaube, dass es für alle eine gelungene Veranstaltung war. Natürlich was Schönes, wenn man sieht, wie sehr sie sich darauf freuen, wenn sie schon am Eingang warten darauf, dass man endlich kommt, und wenn sie dann die ersten 5 Minuten hier drin sitzen und gar keinen Ton rausbekommen, keine Frage stellen wollen, weil sie so aufgeregt sind, dann freut man sich darüber natürlich sehr, und man freut sich darüber, dass man was Gutes tun konnte. Wenn man das nochmal so vor Ort erlebt, ist es nochmal was anderes, als wenn man sich zu Hause vielleicht Gedanken darüber macht. Nichtsdestotrotz bin ich sehr dankbar dafür, dass ich gesund bin. Jeder Fußballer, auch wenn das schwierig zu vergleichen ist, hat da auch mit Verletzungen zu tun und weiß, wie schwierig diese Phasen dann sind. Und wenn man dann sieht, dass diese Kleinen dann wahrscheinlich diese Phase das ganze Leben haben werden, dann geht einem das schon nah, und das ist sehr, sehr schade.